Das ist wirklich eine Lösung, die richtig überzeugt, die richtig Spaß macht. Ja, wer träumt nicht vom großen Bild im heimischen Wohnzimmer? 100 Zoll, das wäre doch toll. Und das Ganze in einer super Qualität, aber eben auch bezahlbar. Und da wird es dann oft sehr schwierig. Wir sehen uns aber heute einen Laser-TV aus dem Hause Hisense an. Und der ist absolut bezahlbar, wenn man die Größe sieht. Und kombiniert mit dem Spezialscreen ist dieser Laser-TV nicht nur brutal hell, er ist auch richtig kontraststark und scharf und macht viel Spaß am helllichten Tag, aber eben auch am Abend zum Filme schauen. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Ja, heute sehen wir uns also diesen besonderen Hisense L5F an im Bundle mit einer Soft Fresnel Leinwand. Zwei Dinge also, die man braucht, um ein optimales Bild zu bekommen. Das ist zum einen hier der Laser-TV selbst, also der Ultra-Kurzdistanz-Projektor, der hier einfach nur auf das Sideboard aufgestellt wird. Eine Soundbar ist hier direkt schon mit an Bord und sorgt für kraftvollen, guten Klang. Da kommen wir später noch dazu im Test. Und dann haben wir eine Laser-Engine mit sagenhaften 2700 Ansilumen. Und das ist so viel, dass wir in Kombination mit der Leinwand wunderbar auch am helllichten Tag was sehen können. Wir haben ein All-in-One-Betriebssystem, das VIDAR-Betriebssystem, was wir aus den hochklassigen Fernsehern von Hisense bereits schon kennen. Und hier ist alles mit an Bord, von YouTube über Netflix, über Amazon Prime Video bis hin zum Fernsehtuner. Also wie bei einem herkömmlichen Fernseher auch, können wir hier digital Fernseh empfangen, egal ob Satellit, Kabel oder terrestrisch, das Ganze mit einer CI-Schnittstelle, also wenn ihr eine CI-Plus-Karte habt, könnt ihr hier reinstecken und ihr könnt sogar USB-Recording machen. Also eine echte All-in-One-Lösung. Und damit das Bild kontrastreich und richtig gut aussieht, macht man das nicht auf eine weiße Wand, denn das würde zu einem mittelprächtigen Ergebnis führen. Ihr kennt das vielleicht aus einem Beamer von der Arbeit, dann wird das Bild sehr milchig. In Kombination mit dieser Leinwand bekommt man dann eben ganz tolle, kontrastreiche Bilder hin. Und zwar nicht nur am Abend, sondern auch am helllichten Tag. Eigentlich gibt es dieses Bundle mit drei verschiedenen Leinwänden. Mit der Hardscreen, 100 Zoll Hardscreen. Das ist also eine ganze Platte an einem Stück, die wiegt über 50, 60 Kilo. Groß, schwer, sehr unpraktisch zu Hause, kriegt man nicht leicht in jeden Raum rein. Und die Oberfläche, die neigt zum Spiegeln, sodass ihr also das Bild auch in Teilen oben an eurer Decke wiederfinden könnt. Nicht optimal. Die zweite Variante ist die sogenannte CLR. Die dürften viele von euch vielleicht schon kennen. Da sind feine Lamellen horizontal aufgebracht, die man auch anfassen kann. Und das ist unglaublich kratzempfindlich. Ihr kommt also einmal ein bisschen mit dem Fingernagel dran. Da ist ein Kratzer drin, der geht auch nicht mehr weg. Ist auch nicht optimal. Und die haben einen Gain von 0,6. Das ist also der Helligkeitswert 0,6, ausgehend von 1, bedeutet 40% Lichtverlust. Und diese Soft Fresnel, die vereint eigentlich beide Arten dieser Leinwänden, nimmt aber eigentlich nur die positiven Dinge mit oder hauptsächlich die positiven, denn sie ist kompakter zu transportieren. Die kann dann in dem Raum entsprechend aufgebaut werden. Die ist auch viel leichter vom Gewicht. Kann man auch wunderbar an Rigipswände zum Beispiel montieren. Sie ist so matt, dass wir kaum noch, eigentlich keine nennenswerte Reflexion an der Decke haben. Und sie hat einen Gain von 1,2, ist also doppelt so hell als die CLR-Leinwand. Und das ist genau der Grund, warum ich euch unbedingt nur diese Leinwand mit diesem Laser-TV empfehle. Der Laser-TV kommt hier in diesem schönen Anthrazit. Seitlich über die Oberseite zieht sich eine silberne Leiste. An der Front ist hier eine schwarze Stoffabdeckung und dahinter verbirgt sich das Soundsystem. Und rückseitig findet ihr die Anschlüsse und hier ist auch alles drin, was das Herz begehrt. Ihr habt also verschiedene HDMI-Eingänge, könnt ihr eine Spielekonsole anschließen, euren Sky Receiver, Apple TV etc. Habt einen Netzwerkanschluss und eigentlich alles bis hin sogar zum Kartenslot für eure Pay-TV-Karten. Die Installation von diesem Laser-TV ist kinderleicht. Die Leinwand kommt an die Wand, der Laser-TV, der Ultra-Kurzdistanz-Projektor, wird einfach auf das Sideboard gestellt und schon geht's los. Ihr braucht 25 cm nur Abstand von der Rückseite des Projektors bis zur Leinwand.
Die genauen Daten könnt ihr auch unserem Bildbreitenrechner entnehmen. Dann seht ihr, wie hoch die Leinwand sein muss, wie der Abstand ist etc. Kritikpunkt hier an der Stelle, leider geht nur eine Leinwandgröße. Das heißt, dieser Kurzdistanzprojektor, Ultra-Kurzdistanzprojektor, Laser-TV hat keinen Fokusregler. Er ist also exakt justiert auf die 100 Zoll. Das kann ein Nachteil sein, wenn man flexibel in der Größe sein will. Kann aber auch ein Vorteil sein, wenn man weiß, was man will. Denn dieser Projektor mit seinen 2700 Ansilumen ist perfekt für diese 100 Zoll Software-Snell-Leinwand. Wenn wir auf eine 120 Zoll gehen wollen würden, da gibt es nur aktuell eine CLR-Leinwand und die kostet einfach von Haus aus schon sehr viel Licht. Und dann müsst ihr diese sehr viel größere Leinwand ausleuchten, kostet wieder Licht. Also da ist der Spaß dann schon etwas gebremst. Und deswegen, die 100 Zoll sind also genau richtig in dieser Kombination. Nach dem Aufstellen startet man den Projektor und er fragt einen gleich, ob man hier eine automatische Korrektur vornehmen will. Im Prinzip richtet man den Projektor dann so gut es geht auf die Leinwand aus und den Rest macht dann der Projektor automatisch. Bei uns hat die Autofunktion nicht so ganz gut funktioniert in unserem Test, aber keine Sorge, ihr könnt im Menü selbst Hand anlegen und ganz, ganz einfach jede Ecke genau in die Leinwand reinschieben, sodass das dann auch wirklich 100%ig passt. Das ist eine Sache, die müsst ihr nur einmal machen, solange das Gerät nicht verrutscht, bleibt das Bild also für immer so. Sobald dann das Betriebssystem erscheint, spürt man gleich die Fernsehgene. Also das ist einfach ein riesengroßer Fernseher. In der Bedienung, in der Funktionsweise kein Unterschied zum herkömmlichen Fernseher, nur eben größer und mit einem besseren Sound. Diese Vita-Oberfläche, die funktioniert hier sehr gut. Die ganze Bedienung ist extrem flüssig und schnell. Wir haben Zugriff auf alle Apps, können noch weitere Apps über den Store hinzufügen, der hier implementiert ist. Und wir können auch eben ganz normal Fernsehen und hier durch die Programme zappen. Pay-TV ist hier möglich über den integrierten CI-Karten-Slot. Also da kann man zum Beispiel die privaten Sender auch in HD-Qualität empfangen. Ja, und sogar USB-Recording ist möglich. Bedient wird das Ganze mit einer sehr hochwertigen Fernbedienung und die ist klasse, weil die einfach aus Aluminium ist, ein schönes Gewicht hat, gut in der Hand liegt, es fühlt sich super wertig an und die hat auch noch diese Zifferntasten oben, die wir ja selbst bei den meisten normalen Fernsehern schon gar nicht mehr finden. Und das ist aber so schön, weil ich drücke hier einfach auf die 1 und es kommt das erste Programm, so wie man das eben gerne hat. Auch die Schnelltasten für YouTube, Netflix, Prime Video etc. sind hier direkt mit an Bord und das ist einfach was, was klasse funktioniert. Bis hin zur Spracheingabe ist hier alles möglich. Kommen wir zum wichtigsten Punkt, der Bildqualität. Und wir starten hier direkt mal in einem hellen Raum und wir können sofort sehen, 2700 Lumen gepaart mit dieser tollen hellen Leinwand reichen völlig aus, um am Nachmittag oder am Abend, wenn wir viele Lichter anmachen, Leselicht anmachen, da können wir hier wunderbar was sehen. Also das funktioniert gut. Farben und Kontrast begeistern mich jetzt im ersten Moment erstmal nicht. Der Projektor hat aber sehr viele Einstellmöglichkeiten und man kann den hier wirklich richtig, richtig gut einstellen. Da könnt ihr euch als Heimkinderraumkunden entspannt zurücklegen. Wir kümmern uns darum, denn jeder Laser-TV in dieser Klasse, der wird von uns erstmal ausgepackt, angeschlossen, durchgecheckt. Und wenn alles passt, wird er komplett sauber eingestellt und ihr bekommt ihn dann samt Dokumentation für diese Einstellungen von uns entsprechend ausgeliefert. Und dann sieht das Bild so aus, wie wir es jetzt hier auch eingeblendet sehen. Dann stimmen auch wieder die Hautfarben, dann haben wir ein tiefes Grün, ein tiefes Rot, dann macht das richtig Spaß. Dann haben wir hier auch einen tollen Kontrast. Nicht nur tagsüber, sondern besonders auch am Abend. Da bekommen wir hier einen guten Schwarzwert hin. Wir haben ein dynamisches, plastisches, kontrastreiches Bild. Und das eben bei diesen tollen, brillanten, leuchtenden Farben und mit diesem extra Plus an Helligkeit von dieser Leinwand macht das auch gerade am Abend Spaß, um einfach diese Plastizität, diese Bildtiefe zu erreichen. Also das ist ein rundum stimmiges Gerät, ganz besonders, wenn man mal überlegt, in welcher Preisklasse wir hier unterwegs sind. Und da würde ich sagen, riskieren wir mal einen Blick nach links und rechts oder nach unten und oben. Unterhalb dieser Klasse befindet sich der Optoma P2. Das ist ein Gerät, was deutlich dunkler ist als der Hisense.
natürlich auch etwas preiswerter ist. Der hat überhaupt keine erwähnenswerten smarten Features. Er hat zwar ein Betriebssystem, was in Anführungszeichen smart ist, aber das funktioniert nicht ansatzweise so gut wie hier beim Hisense. Und es ist natürlich auch keine LAMA dabei. Also das muss man hier klar sagen. Wenn wir nach oben schauen, haben wir zum Beispiel den Wawa Laser TV, der schon nochmal einen deutlich besseren Schwarzwert liefert und auch richtig viel Helligkeit bereitstellt, aber eben leider auch kein smartes Betriebssystem hat. Erwähnenswert ist auch die Bildqualität, was das Fernsehen betrifft hier bei dem Hisense, denn er ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen Laser TVs, die überhaupt einen Fernsehtuner haben. Das HD-Bild sieht Weltklasse aus, also das sieht phänomenal gut aus und auch hier natürlich tagsüber, abends, es bleibt einfach super. Gut ist aber auch das SD-Bild, also ein Nicht-HD-Bild in 100 Zoll, das ist ja schon eine große Herausforderung. Ihr kennt das vielleicht von eurem Fernseher zu Hause, wie schlecht dann so ein altes RTL Nicht-HD eben aussehen kann. Das sieht hier erstaunlich gut aus. Der Sound, der hier direkt mit integriert ist, hinter dieser Stoffverblendung, der ist auch über alle Zweifel erhaben. Ich denke, kein klassischer Fernseher kommt hier auch nur ansatzweise ran. Ihr habt nämlich ein richtig schönes Soundsystem, das einen direkt anstrahlt. Das macht also schon Spaß zum Fernschauen, Spaß zum Serienschauen. Aber Heimkino-Feeling kommt hier wirklich nicht auf. Man hat auch keine Möglichkeit, das System irgendwie zu erweitern über einen Subwoofer und Surround-Lautsprecher beispielsweise. Man kann aber ein Surround-System anschließen über HDMI ARC, das hat der Projektor nämlich, der Laser TV. Und dann empfiehlt sich sowas wie ein HTA9 zum Beispiel von Sony, das dann kabellos mit 4 Satellitenlautsprechern und einem Subwoofer hier funktioniert. Und dabei könnt ihr sogar auch die Original-Fernbedienung von dem Hisense nehmen, um auch eure Anlage zu regeln. Denn wir haben hier nicht nur HDMI ARC, also den Audio Return Channel, um den Ton von den Apps zur Soundanlage zu bekommen, sondern auch die CEC-Steuerung und können über das HDMI-Kabel dann entsprechend auch andere Zuspieler bzw. das Soundsystem steuern. Und das HTA9 kann ich euch wärmstens empfehlen, weil es nicht nur einfach zu installieren ist, in wenigen Minuten und ihr einen tollen Surround- und Dolby Atmos-Effekt bekommt, es simuliert auch einen Center-Lautsprecher. Denn wenn ihr ja vorne diesen schönen Laser-TV auf eurem Sideboard stehen habt, dann ist oftmals kein Platz für einen Center-Lautsprecher. Und das HTA9-System simuliert diesen, macht einen Phantom-Center-Speaker, das herausragend gut funktioniert. Und somit habt ihr ein ganz stimmiges System, ohne dass ihr da vorne nochmal was platzieren müsst. Grundsätzlich zur Soundqualität sind wir hier schon bei dem Laser-TV selbst eher auf Stimmen ausgelegt. Das heißt, wir haben schon ein gewisses Grundvolumen. Wir können auch ein bisschen lauter machen. Es, wie gesagt, kommt jetzt kein Kino-Feeling auf. Aber man kann die Sprache zu jeder Zeit klar und deutlich verstehen. Es klingt auch sehr ausgewogen, ausgeglichen. Es ist nicht schrill oder spitz. Es ist einfach ein gutes, solides System. Wer also einen richtig großen Fernseher sucht, der kriegt hier in dieser Kombination einen 100 Zoll großen Laser-TV, der richtig viel Spaß macht, der hell ist, der leuchtstark ist, der tollen Kontrast liefert und der ein echtes All-in-One-Konzept bietet, über all die Apps hinaus bis zum Fernsehempfang mit Pay-TV in digital, in HD und 4K-Auflösung sogar und das Ganze mit USB-Recording, mit einer tollen Bedienung und kombiniert mit dieser fantastischen Soft-Fresnel, der D12-Leinwand, auch absolut tageslichttauglich. Und das ist wirklich eine Lösung, die richtig überzeugt, die richtig Spaß macht und die ihr natürlich bei uns komplett eingestellt in der Heimkinoraum-Edition bekommt. Entweder im Heimkinoraum vor Ort oder natürlich gerne auch telefonisch bzw. bei uns im Online-Shop. Tja, ich hoffe, das Video hat euch wieder genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.